Ja, hallihallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SideQuest Xenoblade Chronicles. Und wie beim letzten Mal versprochen, sind wir hier oben auf dem einen Ausblickshügel, dessen Namen ich vergessen habe, aber ich möchte euch trotzdem unbedingt noch die Umgebung zeigen. Die Schwertwunde, also die Umgebung in der Nacht, tagsüber habt ihr die ja schon gesehen. Aber das wollte ich noch nachholen. Ja. Gut, okay. Schön. Gefällt mir. Wir gehen hier mal noch die Straße lang. Mal schauen, wo die uns jetzt hinführt. Das würde mich nämlich jetzt echt interessieren. Ich habe die so noch nie wahrgenommen. Kana-Gipfel war das hier, okay. Und das andere war dieses Plateau oder wie das hieß. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Obwohl das erst ein paar Minuten her ist, aber meine Gedanken sind unergründlich und ich bin wieder am Sterben. Scheiße. Na gut, was soll's. Unseren Quest haben wir erledigt, mehr brauchen wir nicht. Da waren rennen hier so viele starke Mars rum. Warte, nein, nicht respawn. Ich möchte den noch an. Ach, Mann. Ich wollte jetzt eigentlich den Mar nochmal anvisieren, um zu sehen, wie viel Level der hat. Und wie stark der ist, aber. Na gut, das soll's. So, gibt's irgendwie was Besonderes? Nur von der G. Nö, okay. Dann begeben wir uns mal zu dem Forschercamp. Nopan-Lager war es natürlich. Und zu unserem Forscherfreund hier. Ihr habt geguckt. Welches von beiden war bessere Aussicht? Bitte erzählen. Wichtig für nächstes Forschungsprojekt. Und ich würde eindeutig sagen, das Podest von Befalga. Natürlich, da kann der Gipfel gerade aber auch nicht schlecht. Und für den haben wir uns auch eindeutig mehr ins Zeug gelegt. Oder uns Zeug legen müssen, ja besser. Aber trotzdem, dieser epische Ausblick war einfach vom Podest von Befalga besser. Verstehe, verstehe. So, also findet ihr. Guter Mikroszensus. Vielen Dank für Hilfe. Hoffentlich konnte ich eure Bitte zufriedenstellend nachkommen. Melly, super zufriedengestellt. Oh Gott. Dank euch, großer Fortschritt bei Forschung. Bin so glücklich, bin so froh. Okay, und wir kriegen Geld und besonders EP. Okay, klasse Sache. Kriegen wir noch einen Quest? Nein, leider nicht mehr. Okay, das ist schade. Dakuku, mit dem können wir nochmal kurz reden. Forscherkollege ist losgegangen, um Brutan-Volk zu erforschen. Aber immer noch nicht zurück. Vielleicht was passiert. Was soll Daku nur tun? Dakuku. Dakuku. Mir einen Quest geben, dass ich ihn suchen soll. Und dann mir ganz viele Punkte vergeben. Aber das wird anscheinend nichts. So, ich schau mal kurz nicht in die Maps, sondern ins Questbuch, was noch so alles ansteht. Ist ja gar nicht mehr so viel, glaube. Alkemort, Sammelmission. Ah, nein, diese Tasten immer. So, Alkemort, Sammelmission ist es nicht so pralle. Draußen spielen. Etoros im Sumpf von Satori, okay. Weiße Hornpaartöpfe von den Großhornpaars. Naja, Tefra-Höhle, vergiss es. Brücken bauen. Meeresmarmor. Ah, diese Sammeldinger sind etwas schwer, finde ich. Sprich mit Rotseil oder Rico. Was können wir machen? Erifmeer. Grenzdorf. Ja, Grenzdorf ist eigentlich auch nicht so schlecht. Sumpf von Satorl, eine Monstermission. Offizierswolf. Das Lager aufschlagen. Apropos Sumpf von Satorl, da fällt mir doch gerade was ein. Da fällt mir doch gerade was ein, was ich euch noch zeigen möchte. Jetzt, wo ich Sumpf von Satori lese. Ich glaube, ich wechsle mich ja gerade mit dem Sagen von Sumpf von Satol und Satori ab. Aber das ist so ein Zwischending bei mir. Ich überlege aber gerade, wo wir dafür hin müssen. Ich habe was, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Das hier ist es, da. Genau das. Ich muss jetzt erstmal überlegen. Es gibt nämlich noch ein paar Quests, die wir, glaube ich, nicht angenommen haben. Das habe ich in den Satori-Folgen ein bisschen verpeilt. Also, das hätten wir jetzt gerade ein, dass wir das noch machen können. Mal sehen, ob's jetzt auch der richtige Punkt ist. Sieht auf jeden Fall vom. Ah, da oben ist ein Quest. Ja, das sieht gut aus. So habe ich mir das vorgestellt. Und noch viele Sammel-Items. Ist wichtig. Wollstein. Okay. Ich hätte zwar auch nichts gegen Eterosen gehabt, aber ist auch nicht schlecht.
Ein Quest. Genau der da. Zazadan. Wow. Kann nicht mehr stehen. Bauch so leer, Kehle so trocken. Dieser Blick, diese Person bedrückt etwas. Darf Ricky helfen? Ricky hat Mitleid. Ricky? Woher wusstet ihr, dass ich gerade gedacht habe? Wir müssen seelenverwandt sein. Wer seid ihr? Warum so viele? Was wollt ihr von Zazadan? Bin bei Obelisk des Lichts von Monstern angegriffen worden. Konnte irgendwie entkommen, aber bin verletzt. Kann mich kaum bewegen, hab seit Tagen nichts gegessen. Bitte, Essen, Wasser! Aber können wir dich hier allein lassen? Es scheint dir doch nicht so gut zu gehen. Hab ganz viel geschlafen, um Hunger nicht zu fühlen. Aber in letzter Zeit tut selbst Schlafen weh. Warum haben sie dich wohl angegriffen? Normalerweise nähern sich dem Obelisken keine Monster. Aber egal, jetzt ist nicht die Zeit, über so etwas nachzudenken. Genau, bitte, schnell, Wasser und Essen! Okay, das nehmen wir an. Kann ich versprechen, bitte helft! Wir nehmen uns eure Sache an. Auf zu neuen Heldenpontaten! Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Flami Doppelei haben wir. Was uns noch so fehlt? Bestimmt irgendwelche Sammelitems. Zitronensteine, Kotz. Aber ich möchte jetzt auch ungern hier das ganze Ding durchsuchen, den ganzen Sumpf, nach Sammelitems. Ich habe aber noch irgendwie das... Hier ist ein Gespräch, da können wir auch mal hingehen. Ich glaube, das Gebiet haben wir gar nicht erkundet. Ich glaube nämlich, da ist noch was. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Mal schauen. Ich glaube, die Richtung müssen wir gehen. Ich habe nämlich letztens mal aus Tüxentalerei eine Satori-Folge mal angeschaut. Die Sidequest-Folge. Ich weiß gar nicht mal, wie ich drauf gekommen bin. Ist auch egal. Das ist mir aufgefallen, dass wir ein paar Dinge hier im Sumpf von Satori vergessen haben. Der Zazadan ist einer davon. Und ich glaube nämlich noch was, an das ich mich in den Folgen nicht erinnert habe, aber letztens ist mir das mal wieder eingefallen. Ihr werdet sehen, was ich meine. Hoffe ich zumindest, dass ich das finde. Und dass ich hier keine Scheiße erzähle. Hier sind Dexen. Okay, die lassen wir mal in Ruhe. Sammel-Items. Und das Collecticon dürften wir auch noch ein bisschen voll kriegen, dann hoffe ich. Genau das ist es nämlich. Der Baum hier. Der Kronenbaum. So hieß er. Den haben wir beim letzten Mal ein bisschen außen vor gelassen. So, hier gibt es nämlich ein paar Sammel-Items. Gut, das wusste ich zwar jetzt nicht mehr, aber ist natürlich auch nicht schlecht. Ein Harmoniegespräch. Ricky und Charla. Ein rosa Herz. Naja, gut, das kann noch eine Weile dauern. Ah! Na gut, Absturz. Ansonsten ist ja aber, glaube ich, auch nicht mehr so viel los. Ich habe ja gehofft, wir bekommen zumindest mal die Ätherrosen voll. Zitronenstände. 2 von 5. Ja. Ich habe gehofft, wir haben schon 4 oder so. Auch nicht so toll. Wir könnten auch nochmal nach Kolonie 6 gehen. Und uns da mal ein bisschen umschauen. Nicht umschauen, sondern mal gucken, was noch so für Items fehlen. Vielleicht kriegen wir die ja noch zusammen. Ah, diese Lykos hier. Machen einem doch schon ein bisschen Angst, auch wenn sie einen nicht angreifen. Aber man weiß ja nie. Ich glaube, das bringt dir nichts mehr, durch die Gegend zu laufen. Wir können noch mal kurz das Collecticon vervollständigen. Vielleicht bringt das ja was. Da haben wir zum Beispiel einen Sumkohl. Und ein Vergisstein nicht. Und uns fehlt noch ein... Ah, schade. Ja gut, machen wir erstmal in der Richtung weiter. Ethemine Colony 6. Okay. Ha. Hier haben wir was. Schwerttal. Rote Grenze. T-Siegel resistent, okay. Okay, hier haben wir ordentlich gesammelt. Und was kriegen wir hier? Frost hoch, okay. Und hier oben, rote Zucchini. Hartstiefel. Nicht schlecht. Gruft haben wir voll. Und Alchemot. Okay, Brand hoch. Arithmere. Crit-Rate. Und ey, Arithmere haben wir voll. Das ist auch schön. Mithril Leggings und wir bekommen eine Hartrüstung. Okay.
Ich weiß nicht, ob die so gut ist, aber was soll's. Und Wald von Magna. Brandschutz. Und Schlafresistenz. Okay. Nicht schlecht. Hätte gar nicht gedacht, dass wir so viel Neues haben. Aber wir gehen jetzt mal kurz zu Colony 6 und schauen da mal vorbei. Ich weiß, dass ich das am Anfang der Sidequests mal gemacht habe. Aber ich hoffe, wir haben in der Zwischenzeit mal ein bisschen was gesammelt, was uns weiterhilft. Wobei ich da nicht so große Hoffnungen habe, leider. Hasen, Duftholz und Fossilaffe, ey. Wo soll ich das herbekommen? Kuttelbrett. Kuttelbrett. Kuttelbrett! Warum erkenne ich das? Scheiße. Kaiserinkäfer. Nein, wo ist das Staublement? Oh, leck mich. Leck mich. Ich lass mich in Ruhe. Kuttelbrett. Ey, Kuttelbrett. Das hatten wir doch. Das hatten wir letztens erst. Ich würde sogar die Kolonie weiter ausbauen, weil da noch so viele tolle Sachen herkommen. Ah, die Kolonie wird später so toll und hier ist noch nichts fertig. Ach, Mann. Das ist doch schade. Hm. Kuttelbrett. Tja. Wenn ich noch wüsste, wo wir ein Kuttelbrett herbekommen. Ach, klasse. Wir gehen mal nach Alkemor zurück und suchen mal die beiden Weiber, was das glaube ich waren. Diese Rico und die andere. Dann gehen wir nochmal ins Grenzdorf. Wir müssen das alles mal ein bisschen systematisch abarbeiten. Das nützt nichts. Ach ja, das Alkemod. Und jetzt wieder Leute suchen. Ha, ist das ein Spaß. Aber ich kann mich erinnern, dass wir die irgendwo hier gesehen hatten. Irgendwo hier ist auch gut. Und zwar hatten wir sie nachts gesehen. Da bin ich mir relativ sicher, weil wir beim letzten Mal auch noch nachts gesucht haben. Machen wir es mal 23 Uhr. Das dürfte hinhauen. Aber hier sind sie gerade nirgends. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ein Stück weiter in die Richtung. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ah ja, das sieht gut aus. Da sind sie auch. So. Rutzeil und Rico. Ich zoome mal ein bisschen ran. Um uns auszusuchen, mit wem wir uns unterhalten. So. Und die sieht ja eigentlich gar nicht mal so unsympathisch aus. Okay. Ein bisschen arrogant vielleicht. Oh ne, die ist mir unsympathisch. Okay, zack. Und dann sprich mit Rossail. Er will meine liebsten Erinnerungen an ihn wissen. Das ist das Versprechen, das wir uns damals gegeben haben. Rico war auch dabei. Es war ein sehr wichtiger Moment für mich. Wir drei schworen, auf ewig Freunde zu sein. Aber bitte, hört auf, mir solche peinlichen Fragen zu stellen. Ob er sich überhaupt daran erinnert? Bestimmt. So, ach, mit Rico können wir auch sprechen. Na, was soll's. Ihr wollt meine wertvollste Erinnerung mit Scarlin hören? Das wäre der Tag, an dem Rotzail ihn mir vorgestellt hat. Immerhin war dies der Beginn von allem. Warum wollt ihr das wissen? Nun, ich weiß, dass Scarlin euch darum gebeten hat, aber nun, es hat wohl keinen Sinn, mir diese Frage zu stellen. Boah, so kann man es auch sehen. Und wir müssen den Scarlin jetzt nochmal suchen. Ich glaube, der war irgendwo hier. Also, an dieser Zentraltreppe. Glaube ich zumindest. Ist er das? Schaut gut aus. Ja, Scarlin. Ich verstehe. Dann steht meine Entscheidung fest. Ich wähle Rossail, die an das gleiche gedacht hat wie ich. Das hätte ich wirklich schon früher merken sollen. Dass es für Rossail ganz andere Gefühle habe als für Rico. Aber ich wollte, wie gesagt, unsere Freundschaft nicht gefährden. Deshalb habe ich meine wahren Gefühle einfach ignoriert. Und darunter mussten die beiden nun leiden. Das darf nie wieder passieren. Ich will nicht, dass sie so etwas noch einmal durchmachen müssen. Hoffentlich konnte ich eure Bitte zufriedenstellend nachkommen. Das war ein voller Erfolg, Melia. Danke, dank euch habe ich meine wahren Gefühle erkannt. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Dieses Geschenk erscheint mir erbärmlich für eure Hilfe. Ja, ja, dann gib uns gerne ein bisschen mehr. Hätten wir nichts dagegen. So, großzügiger Freund. Und wir haben noch einen Quest von dem. Oh, shit. Hm, was soll ich tun? Was soll ich nur sagen? Ach, was für ein Schlamassel. Dieser Blick, diese Person bedrückt etwas.
Heldenpon löst alle Probleme, also erzähl. Oh, ihr seid es. Ich will eigentlich einen Brief an Russail schreiben, aber ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Ich kann mir den Kopf zerbrechen, wie ich will. Ich weiß einfach nicht, was ich schreiben soll. Ich denke darüber nach, seitdem wir meine Gefühle bewusst sind. Schon gut, du hast mich überredet. Ich werde meine Gefühle möglichst ehrlich zu Papier bringen. Ich schreibe, warum ich mich in Rotzail verliebt habe. Würdet ihr den Brief Rotzail überbringen? Nur klar. Wenn schon dabei was rausspringt. Das ist meine letzte Bitte an euch. Ohne euch wäre ich nie so weit gekommen. Bitte übernehmt das mit dem Brief. Wir nehmen uns eure Sache an. Ich helfe dir, Mel, ja? Hier ist der Brief. Vielen Dank schon mal. Okay, nehmen wir mit. Und ich sammle schnell das Item ein und dann können wir den noch zu Rotzail bringen. So, wieder die Karte. Und der Faulenzweg. Und wartet mal kurz. Wo muss ich hin? Ich glaube, die Richtung. Ich will mal die Karte aktualisieren, dass dieser graue Schandfleck da verschwindet. So, hat's geklappt? Ja, genau. Den wollte ich noch schnell weghaben, der hat mich ein bisschen gestört. Und da bin ich auch so ein kleiner, ja, Perfektionist. Leider. Ich weiß nicht, ob das auffällt im Display. Wahrscheinlich bin ich ja eher so ein Chaos-Mensch. Aber, naja, egal. So, da haben wir auch die liebe Rotzail. Ach, Rotzail heißt die, nicht Rotzail. Mir gefällt Rotzail besser. Ihr habt einen Brief von Skalen. Warum schreibt ihr mir denn einen Brief? Ist es etwa etwas Privates? Ihr wisst nicht, was drin steht. Nun, eigentlich steht etwas Gutes drin. Und ich freue mich, aber... Klar, ich habe ihm gesagt. Er soll sich endlich entscheiden. Aber ich wollte doch nicht... Nein, das darf ich nicht sagen. Skalen hat sich entschieden. Ich muss seine Gefühle respektieren. Aber was soll ich Rico jetzt sagen? Sie wollte doch immer... Ich hätte ihn Rico überlassen. Wenn er länger gezögert hätte. Ach, ich sollte wohl zusammen mit Skalen zu ihr gehen. Nur so können wir drei weiterhin Freunde bleiben. Das klingt vernünftig. Oder ein Bitchfight, je nachdem, wer gewinnt, kann dann... Egal. So, wir gehen wieder zu Skalen. Höchstwahrscheinlich. Glaube ich zumindest, dass das die Aufgabe ist. Und wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er doch. Ups. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Dilemma ist für Rotzail. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich bin wirklich das Allerletzte. Meine zwei besten Freundinnen in eine solche Lage zu bringen. Aber ich bin auch froh, dass es mit der Heimlichtuerei vorbei ist. Rotzail liegt viel daran, Ricos Gefühle nicht zu verletzen. Ich bin sicher, die beiden werden weiterhin Freundinnen bleiben. Es war klar, dass es nicht einfach werden würde. Aber ich hoffe, dass wir auch in Zukunft zu dritt Spaß haben. Ja klar. Ich bin ganz schön selbstsüchtig, was? Ein bisschen. Aber das ist wirklich mein größter Wunsch. Hoffentlich konnte ich eure Bitte zufriedenstellend nachkommen. Das war ein voller Erfolg, Melia. Wie dem auch sei, ihr seid meine Helden. Ich weiß nicht, was ich ohne euch gemacht hätte. Bitte nehmt das als Dank. Ein Geschenk von uns dreien. Ich habe keine Ahnung, ob es klappen wird. Aber ich hoffe wirklich, dass wir als Freunde zusammenbleiben. Wir müssen alles dafür geben. Okay, Hauptsache ich kriege meine Geschenke. Und ich will mal schnell das Diagramm anschauen. Wahre Liebe nahestehend und beste Freunde. Okay, das ist alles glimpflich verlaufen, das ist doch schön. Und wir sammeln langsam echt Connections hier in Alkamot. Ich will mal kurz... Naja, gut, okay, 2. Ich hätte ein bisschen mehr erhofft. Kolonie 6, nein, haben wir auch. 2. Wobei da die ganze Verbindung nicht ganz so nett aussehen wie hier, aber was soll's. Okay, was macht der eigentlich hier? Yes. Einfach ein Gardist anscheinend. Na gut. So, jetzt sieht es natürlich langsam dünner aus mit den Quests. Und die Folge ist auch schon zu Ende. Ging relativ fix für mich diesmal. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber die Folge ging relativ gut. So, Mut leeren. Okay.
Naja, was soll's. Sumpf von Sator, Zitronensteine. Ja, okay. Grenzdorf, weiche Pilze. Auch alles nicht so pralle, ne? Wir könnten die Ogas töten. Windmühlenhütte. Naja, das können wir doch nächste Folge mal machen. Frühlingswind Zolos. Das bringt vielleicht ein paar Punkte, ist auch nicht schlecht. Okay, das werde ich dann nächste Folge rausfinden, was das alles auf sich hat und vielleicht noch ein paar neue Quests mir raussuchen. Ich habe einfach noch nicht genug Level, wir müssen uns jetzt noch irgendwie beschäftigen und es ist auch noch nicht safe für die Podcast-Folge, da es noch in Vorbereitung steht, deswegen mal abwarten. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tüdelü!